Eines Abends sprach der dicke Kontrolleur mit Thomas und Ben. So, ihr beiden Rangierlokomotiven, ich habe mir überlegt, morgens sollt ihr immer die Waggons für die Züge zusammenstellen, damit die abfahren können. Würdet ihr das machen und danach auch noch eure eigenen Züge ziehen? Aber klar, Chef, sagte Thomas. Kein Problem, Chef, sagte Ben. Na gut, dann legt euch erstmal zur Ruhe und morgen besprechen wir dann die Details. Am nächsten Morgen dann, als die meisten Lokomotiven noch schliefen, machte sich Ben auf den Weg zum Rangierbahnhof. Dort warteten auch schon Thomas und der dicke Kontrolleur. Gut, dass du angekommen bist, Ben. Also, ihr müsst die Waggons so rangieren, dass Thomas, Emily, Spencer und Donald die Waggons abholen können. Es ist wichtig, dass Spencer zuerst fährt, dann Thomas, dann Emily und Donald zum Schluss. Kriegt ihr das hin? Kein Problem, Chef, sagten die Lokomotiven und machten sich auf den Weg zum Rangieren. Wenig später waren Ben und Thomas fleißig am Rangieren der Reisezugwagen. Mal sehen, ob wir alles richtig gemacht haben. Spencer muss als erstes los, er kann direkt aus seinem Waggon zufahren. Dann muss ich los, ich kann auch direkt zu meinen Waggons. Dann kommt Emily, wenn ich meine Waggons weggezogen habe, kann sie zu ihren Waggons. Dann Donald, sein Waggon steht frei. Gute Arbeit, Ben, wir haben's geschafft. Gleichfalls, Thomas. Die beiden Rangierlokomotiven fuhren los, um sich umzudrehen, damit sie die Züge wegfahren sehen konnten. Und Thomas machte sich bereit, seine eigenen Waggons zu ziehen. Danke für das Rangieren, ihr kleinen Rangierlokomotiven, sagte Spencer. Wäre ja nicht nötig gewesen, aber auf Wiedersehen. Auch nicht so ganz nett. Wie dem auch sei, jetzt muss ich los, Ben. Ach wirklich? Jetzt schon? Ja, ja. Die Fahrplanzeiten sind fest. Jetzt muss ich auf meiner Nebenstrecke verkehren. Wir sehen uns dann später, Ben. Auf Wiedersehen. Ja, ja, auf Wiedersehen, Thomas. Ich komm schon klar. Ben wartete weiterhin. Er sah Emily, wie sie ihre Waggons abholte. Und nur noch ein Waggon stand da. Nämlich der von Donald, der nun jeden Moment kommen sollte. Aber er kam nicht. Vielleicht hat er ja nur verpennt, der Schottländer. Aber so spät kam er auch noch nie. Dann hörte er endlich ein vertrautes Pfeifen. Es sah so aus, als würde Donald nun endlich kommen. Ha, Donald, da bist du ja endlich. Sag mal, warum hast du so lange... Oh... Redest du mit mir, Ben? Ich bin Douglas. Oh, weißt du, wo Donald steckt? Er hat seinen Zug noch nicht gezogen. Aber er ist ziemlich spät dran. Ja, keine Ahnung, was mit ihm los ist. Wir arbeiten heute nicht zusammen. Guck mal im Depot nach, vielleicht ist er da ja noch. Ach, wirklich? Ah, da hat er also vielleicht doch verschlafen. Keine Ahnung, du. Find's selbst heraus. Ich kann dir nicht weiterhelfen. Wir sehen uns dann später. Und Douglas fuhr davon. Ja, ja, bis später dann, Douglas, sagte Ben. Und ich schau mal im Depot nach, wo die Schlafmütze steckt. Und Ben fuhr zum Depot. Und tatsächlich, als er dort ankam, sah er Donald. Er stand tatsächlich noch im Depot, aber er sah nicht wirklich gut aus. Komm raus, Donny, du Faulpelz, du musst einen Zug ziehen. Ich kann nicht, Ben. Mir geht's überhaupt nicht gut. Würdest du bitte den Zug für mich heute ziehen? Was? Ich kann das nie. Ich habe noch nie so einen Zug gezogen. Es ist ganz einfach, Ben. Einfach an jedem Bahnhof halten. Und die Weichen sind schon alle so gestellt, wie sie sein müssen. Aber mir geht's echt nicht gut heute. Bitte übernimmst du mich. Na gut, ich werde es versuchen. Aber beschwer dich nicht, wenn ich was falsch mache. Also setzte Ben dann den Waggon an. Er wurde angekuppelt und dachte nach. Einfach an jedem Bahnhof halten, der Rest erledigt sich von selbst. So gut, dann fahre ich jetzt los. Wünsch mir Glück, Donald. Ben beschleunigte langsam, aber er kam relativ schnell in guter Fahrt. Hey, das ist eigentlich gar nicht so übel. Züge zu ziehen ist ja gar nicht so schwer, wie es aussieht. Dann näherte er sich dem ersten Bahnhof. Ben hatte angehalten und wartete, bis die Fahrgäste umgestiegen waren. Dann setzte er seine Fahrt fort. Er schlenderte nur so die Schienen entlang und es machte ihm großen Spaß. Derweil wartete Thomas ungeduldig am nächsten Bahnhof.
Also, der Donald verspätet sich ja ganz oft, aber heute ist ja besonders schlimm. Ugh. Umso überraschter war er, als er dann sah, dass Ben kam. Guten Tag, Thomas. Und Ben erklärte Thomas alles über Donald. Ah, weißt du was, Ben? Dann fahren wir jetzt ein Stückchen zusammen. Bist du bereit? Achtung, fertig, los! Und die Rangierlokomotiven rasten davon. An diesem Abend sprach der Digi-Kontrolleur nochmal mit ihnen. Ben, was du heute getan hast, war wirklich nützlich. Von nun an darfst du als Ersatzlokomotive fahren, wenn die Züge ausfallen sollten. Bist du damit zufrieden? Oh ja, Chef, vielen Dank, sagte Ben, die wirklich glückliche Lokomotive. Hallo alle zusammen, ich bin Thomas, die Rangierlokomotive. Je nachdem, wie sehr euch das Video gefallen hat, könnt ihr es ja bewerten. Mein Besitzer zumindest würde das sehr freuen. Wenn ihr nun mehr Videos sehen wollt, klickt auf den roten Waggon. Dort gelangt ihr zur Playlist. Wenn ihr mehr Videos in der Zukunft sehen wollt, klickt auf den schwarzen Waggon, um zu abonnieren. Danke fürs Zuschauen.